Wenn du jetzt schon wieder mit deinem beschissenen Kick gewinnst, ich würde es... Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Schroff gezockt. Ja, heute spielen wir einfach mal ganz kurz einen kleinen Klassiker durch, und zwar Street Fighter 2, und zwar die absolute Ur-Edition. Man kann es kaum erkennen, irgendwie, weil der Schriftzug so sehr wenig sich absetzt von dem Artwork. Hallo? Kannst du mal zoomen hier, liebe Kamera? Anscheinend nicht. Also, kein Turbo, kein Super Street Fighter und so weiter, sondern einfach die stinknormale Street Fighter 2 Edition. Wir boxen uns einfach mal ratzi-fatzi durch gegen Bison. Ich hoffe, ich schaff's in einem Anlauf. Ja, um einfach mal zu zeigen, wie genial diese Automatenumsetzung war. Hat mir seinerzeit richtig gut gefallen. Und wobei ich sagen muss, ich glaube, das erste Street Fighter, was ich gespielt habe, war wirklich Street Fighter 2 Turbo, also dann der Nachfolger hiervon. So, wir schmeißen das Super Nintendo an und gucken mal. Capcom, meine Damen und Herren. Ein geiles Spiel. Oh ja, diese Musik. Ja, Capcom hat definitiv eine Stärke dafür, gute Musik zu schreiben. Man sieht ja nur... Ich muss hier ein bisschen was umstellen. Ach, guck mal, er hat sogar gespeichert. Ich habe es vor dem Reset nochmal eben schnell umgestellt. Er hat sogar gespeichert. Oder? Light Punch? Genau. Ja, so wollte ich es haben. Ich steuere es ein kleines bisschen anders, als viele andere das so machen. habe ich einfach irgendwie über die Jahre daran gewöhnt, das so zu machen. Gut. Also mein allererstes Spiel damals war Street Fighter 2 Turbo. Und... ich muss sagen, das gefällt mir, glaube ich, hier sogar noch ein bisschen besser, weil es viel näher an der Automatenversion ist. So, jetzt haben wir nur ein paar Sekunden Zeit, uns zu entscheiden, wen wir nehmen. Ich glaube, ich nehme mal Ryu. Oder Ru, wie man das ja korrekterweise ausspricht. Und wir haben uns ja vor einiger Zeit die Gameboy-Version angeguckt. Und ich finde das hier auch eine sehr schöne automatennahe Umsetzung. Allerdings merkt man auch hier, wie langsam das Spieltempo ist. Oh, scheiße, genau, das ist ja das Problem. Eieiei. Jetzt macht er mich hier alle mit diesem Kick-Angriff, ne? Boah. Ich habe einfach mal den Schwierigkeitsgrad auf normal gelassen, weil ich dachte, ja, Street Fighter fühlst du dich halbwegs sicher. Aber... Ken hat mich eines Besseren belehrt. Ich war jetzt aber auch gerade ein bisschen geflasht, weil irgendwie die Moves überhaupt nicht funktioniert haben. Ist mein Pet hier etwas... Ah, doch, es geht noch. Eieiei. Na komm. Hallo, Ken. Oh, er hat auf jeden Fall gute Abwehrmechanismen hier für meine Angriffe. Na, ob der... Meine Güte, das ist direkt der Automatenschwierigkeitsgrad hier, ne? Nicht schlecht. Er schafft es schneller quasi. Oh nein. Brauche ich eigentlich Continue oder was? Meine Güte, schneide ich mal alles raus. Nein, schneide ich natürlich nicht raus. Ich bin ja fair mit euch und ich glaube, ich nehme einfach mal Honda. Mit dem habe ich auf jeden Fall immer, glaube ich, das leichteste Brot, weil er ein paar coole Moves hat, die eigentlich auch in diesem Schwierigkeitsgrad immer ganz gut hinhauen sollten. Zum Beispiel den. Ah, fuck. Ich bin noch nicht im Street Fighter-Modus, merke ich gerade. Boah. Meine Güte, ich tue mich aber auch gerade schwer mit diesen Turbo-Moves hier. Ich drücke noch nicht schnell genug. Ich muss gerade meine Reflexe erhöhen. Mache ich gerade alles übrigens extra, um mich so ein bisschen auf Tetris vorzubereiten. Ich will gleich nochmal eine Runde Tetris Extreme einlegen. Und da will ich mich ein kleines bisschen drauf vorbereiten.
schon mal ein bisschen die Reflexe schärfen. Ach du Scheiße. Ja, cool, damit können wir ihn aus der Luft holen. Das wusste ich auch noch nicht. Oh, komm her, ich watsch dir eine. Bam, 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 bam. Oh, meine Güte. Ich muss gerade sagen, ich glaube, diese schwere Schwierigkeitsstufe ist böse. Also ganz anders als bei Street Fighter auf dem Game Boy, weil da habe ich auch den normalen Schwierigkeitsgrad gelassen. Kann es sein, dass sie das auf in Turbo weggelassen haben mit dem Blut und so? Das ist schon irgendwie speziell. Dazim. Also es war damals auf jeden Fall auf dem Super Nintendo total beeindruckend, wie nah dieses Spiel an der Automatenversion ist. So für die damalige Zeit. Klar, auf dem Automaten sind die Sprites auch so viel größer gewesen. Trotzdem war man das damals von Heimkonsolen nicht gewohnt, dass es irgendwie so nah an der Automatenversion ist. Mann, ey, die setzen sich aber ganz gut gegen die Special-Angriffe zur Wehr. Hui, hui. Wie ging denn der nochmal? Ah. Der hat doch noch so einen Move. Der Angriff ist auch nicht schlecht. Na, einfach mal mit der Plauze auf den Gegner fliegen. Bam. Ja, hier einfach mal. Uff. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, fällt mir gerade mal auf. Also, ich habe sehr, sehr viel Street Fighter 4 gespielt auf der Xbox. Und das hat mich auch damals richtig gekriegt. Da habe ich mir auch richtig reingefuchst. Ne? Habe so richtig perfektioniert die Steuerung von manchen Kämpfern. Ist teilweise lustig zu merken, dass es hier auf diesem Super Nintendo damals sich doch irgendwie anders gesteuert hat. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass die Xbox-Version so von der Steuerung relativ nah an dem dran ist. Was ich noch so vom Super Nintendo und so kannte. Also da konnte man relativ schnell einen Einstieg finden. Aber trotzdem, es ist hier dann doch mal ganz anders. Komisch, wie einen da die Erinnerung täuscht. Auch gut, dass Honda total dünn ist, wenn er da mit der Flamme eingeflemselt wird. Also von der Statur genauso aussieht wie alle anderen. Oh, so ein unsägliche Power von diesem Handkantenschlag. Ja gut, bis jetzt geht's ja. Noch keine Runde verloren. Gucken wir mal, dass wir schnell vorwärts kommen hier in diesem Spaß. It's a natural for the Sumo. Genau, Honda hat immer sehr viel von dieser gesunden Lebensweise eines Sumos erzählt, was ja unheimlich stimmt. Diese Jungs, die werden ja auch alle nur Mitte 30 und nippeln dann irgendwie einen Herzinfarkt ab oder so, weil die eben gar keinen gesunden Lebensstil haben. Der geil. Oh, scheiße. Er macht bestimmt... Ah, genau, das habe ich mir gedacht, du. Alter, Sonic Boom, Wichser, du. Sonic Boom am Arsch. Das ist ja wie bei King of Monsters hier. Ich mache den super krassen Kopfstoßflugangriff und der macht nur so... und haut mich weg. Das kann aber nicht sein. Bam, so. Das war jetzt, sag mal, ein guter Start in den Kampf. Oh nein! Boah. Ich kann ein bisschen verstehen, warum die Street Fighter 2 Turbo rausgebracht haben. Boah, das ist teilweise nämlich wirklich langsam von der Steuerung. Oh, fuck, ey, der bringt mich jetzt gerade mal hier ans Limit. Boah. Ja, müssen wir doch mal nochmal jemand anders nehmen, was? Ja, Continue wird natürlich genommen. Ach, guck mal. Ah, ne, doch nicht. Da sind nur die, die ich schon geschlagen habe. Ja, nehmen wir mal Blanka, der hat ja ähnliche Moves. Mit dem komme ich eigentlich auch immer ganz gut vorwärts. Ach, scheiße. Ich wollte ihn direkt mit einem super krassen Angriff mal überraschen. Das hat nicht so richtig geklappt. Fuck. Ham, ham, ham.
Was war das denn gerade für ein Move hier? Den fand ich ja gar nicht so schlecht. Mein Handy hat gerade einen Ton von sich gegeben. Ach so, eine E-Mail, ja Gott. Das kann ja wohl nicht so dringend sein. Warum kann er mit diesem Billo-Schlag meine super krass starken Angriffe abwehren? Das geht ja mal gar nicht. Ja, Sonic Boom am Arsch, ey. Ja. Oh. Komm du mal her, ey. Wichser. Das kann doch nicht angehen. Wie kann der mit diesem Schlag das immer so wegbumsen? Oh, da soll ich ihn mal eben so verarzen. Nein! Oh. Was ist das denn für ein harter Knochen hier? Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass in diesem Spiel, meine Erinnerung lässt mich gerade völligst im Stich, gibt es in diesem Spiel quasi drei Final-Bosse, weil ich habe gerade im Auswahlscreen gesehen, Balrog war nicht dabei. Oder war Balrog erst bei Turbo dabei? Hm. Oh, du Wichser, was soll denn das, ey? Gut, das war jetzt schön doof, das habe ich mir selbst vermasselt. Das kann doch nicht angehen. Ist ja wie ein Endboss hier, der Wichser. Hauptsache nochmal eben durch die Haare kennen, ne? Ich meine, ich fand Gile oder Geil damals auch total cool. Weil er eben, der hat so einen sehr, sehr eleganten Kampfstil. Das habe ich auch, glaube ich, beim Gameboy schon erzählt. Zangief ist auch nicht so verkehrt. Allerdings jumpt er immer nur so niedrig. Egal. Dafür hat er Power wie so ein Bär. Die Bilder sehen hier noch echt lustig aus. Allerdings sah es, glaube ich, genauso auf dem Automaten aus, so von den, also die Avatare quasi von den Spielern. Das ist unglaublich. Einfach mal einen Schlag in die Fresse. Kann ja mal. Oh nein! Warum lasse ich denen denn auch so nahe kommen? Wie gehen denn die Special Moves von dem, verdammte Scheiße? Ja. Finde ich jetzt meinen Meister bei Street Fighter 2 oder was? Das ist aber nicht wahr. Kotz. Stimmt, der hat immer so gekotzt, wenn man den in den Bauch getreten hat. Wie waren denn nochmal die Moves von dem? Genau. An den kann ich mich doch noch erinnern. Oh nein! Was geht denn da, ey? Klar, Geil kommt aus Amerika. Der muss ja gewinnen, ne? Obwohl, Capcom ist ja kein amerikanisches Unternehmen. Oder doch? Das ist, glaube ich, ein chinesisches oder japanisches. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich hier so lange brauche. Komm, nehmen wir mal Mr. Ken. Den hat man nämlich noch nicht. Hä? Davon lässt er sich jetzt die ganze Zeit treffen, oder was? Das ist ja wohl nicht wahr. Jetzt machen wir den hier perfekt, oder was? Oh, fast. Man muss es nicht verstehen, oder? Warum liegt da eigentlich eine Taschenlampe auf dem Boden, sehe ich gerade? Warum liegt denn da Stroh? Oh, fuck. Ach. Na komm, jetzt aber. Hadouken. Mit Hadouken Power geht's immer.
Wie kann man das denn bitte auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen? Das frage ich mich gerade. Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, gut, ich habe es ewig nicht gespielt, ne? Und das ist so ein typisches Spiel, das muss man viel üben, damit man es ein bisschen perfektioniert. Und die Mechanik ist dann doch ein bisschen anders, als ich das noch so von einer Xbox kenne oder halt von Super Street Fighter, wie es alles heißt. Ich glaube, den ersten Teil habe ich nie auf dem Super Nintendo gehabt. Och, na Lücher. Was geht denn da bei ihm, ey? Der ist da am Hauen wie so ein Weltmeister. Pff. Okay. No. Naja, ich habe zwar genau da gerade geblockt, da so unten links, aber naja. Ho, 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 ho. So, Ken kommt aus Amerika. Der zeigt jetzt erstmal, wo es lang geht, du Ruski, du. Ach du Scheiße, Blumen. Ich glaube, damit werde ich ihn eigentlich ganz gut in den Schach halten, wenn er mir nicht zu nahe kommt. Ja, genau. Er mit seinen Nahangriffen kann er herzlich wenig ausrichten gegen so einen Hadoken-Power. Sieht gerade so, ob Kind nur einen Totenkopf als Schädel hätte. Oder einen Totenschädel als Kopf. Hadoken! Oh oh! Bitte kommen Sie nicht näher! Hier gibt es nichts zu sehen! Ach Scheiße, weißt du, da willst du einmal versuchen, doch mal einen Nahangriff zu landen? Und gerätst genau in diese Pranken. Oh fuck, ey! Geh mir vom Leib, du! Blam, blam, blam! Jawoll! Mir fällt selbst auf, dass ich total wenig oder zu wenig blocke. Muss ich mal irgendwie mehr. War aber immer schon so in meinem Leben. Ich habe immer zu wenig geblockt. Eieiei, okay. Das war jetzt ein bisschen doof. Die Special Moves funktionieren da nicht, ne? Ah, kein Problem. Haut hin. Ach so, muss ich rüber hier. Ah, klappt trotzdem. Perfekt! Ja, Highscore können wir eh vergessen, weil ich schon so viel Continuous gebraucht habe. Brasil, China. Joa. Dann ist eigentlich die Karte erstmal abgearbeitet. Bin ich gespannt, was dann kommt. Dann müsste eigentlich Thailand kommen mit Zagat und dann Bison. Ach. Kann nicht wahr sein. Geh mir weg mit deiner Rolle da, du. Wenn du mit Tricks arbeitest, mache ich das auch, du. Hallo, Ken. Diese Stage fand ich mal am coolsten, in diesem Dschungel hier. Schöner Rollenwurf. Blam, blam, immer in die Fresse mit dem Fuß. Das hat immer so richtig Power, ne? Wenn der den so weghaut und dann ist so Zeitlupe. Das macht irgendwie immer ganz schön Eindruck. Geh mir vom Leib, du! Hadoken! Und nochmal Slam! Und nochmal Bloom! Und nochmal! Das war's für dich, du! Ausgeburt der Hölle, du! Hallo! Ja, der Blanka. Mit dem kämpfe ich ja auch immer ganz gerne. Das war jetzt mal nicht so schwer. Jetzt gegen Chun-Li. Naja, die ist auch gerne mal ein bisschen fies gewesen als Gegnerin. Yeah! Die Stage ist natürlich auch ikonisch, ne? Die kennt man natürlich auch wie sonst was. Ja!
Hallo. Ich mache auch gerade Scheiße hier. Ja, hier, nimm den. Oh, fuck. Sehr gut. Immer rein in den Hadouken laufen. Traut man sich fast gar nicht, die zu hauen, ne? Weil die so klein und zierlich ist. Aber es muss ja sein, die wehrt sich ja so. You can't touch me! Push! Ah, manchmal haut der Move nicht hin. Schon etwas ausgenudelt, das Esse. Super Nintendo Joypad hier. Der hat auch gerade gekotzt. Das ist ja unglaublich. Was die für krasse Schläge drauf haben, diese Kämpfer hier. Uah, nein! Ah, das war ja ganz schlecht. Direkt mal aus dem Gerubbel hier ein. Uah, nein! Ah, fuck! Was bin ich doof? Ich hätte mich einfach nur ducken müssen. Da freut sie sich. Ja, niedlich. Nächstes Mal kriegst du einen drauf, doch. Hallo, Mrs. Lee. Sie werden am Empfang gesucht. Butter. Ach, fuck. Oh, nein. Oh, Gott sei Dank, schnell geduckt. Genau reingeflogen, sehr gut. Oh, nein. Oh. Yes, sir. Oh, ich hatte fest damit gerechnet, dass ich auch bei ihr mal wieder ein Continue brauche. Aber das hat jetzt ganz gut funktioniert. Oh. So, jetzt wird's spannend. Sagat ist natürlich immer eine ganz andere Hausnummer. Ach du Scheiße. Alle vier? Ballrock. Auf dem Bild sieht er ja geil aus. Ne? Sieht 100 Pro aus wie Mike Tyson. Deswegen, ursprünglich hieß er ja Beißen. Ne? Wie war das nochmal? Er hieß ursprünglich, also oder in der Japan-Version heißt er Beißen, wegen Tyson, ne? Wegen Mike Tyson. Oh, hallo. Oh, ich nehme ihn gerade so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter, merke ich gerade. Oh, Gott sei Dank. Er hieß, glaube ich, in der ursprünglichen Fassung Beißen. Und Vega hieß Balrog? Irgendwie so, ne? So war das doch. Irgendwie ganz merkwürdige Verzweigungen. Und Beißen hieß Vega, genau. So war das doch. Und stelle sich das mal vor. Mit Balrog habe ich übrigens auch mal sehr gerne gekämpft. Auch eine geile Stage. Das Golden Nugget von Capcom. Sehr schön, ja. Und nach Spanien. Miau. Boah, ich hasse ihn. Er ist halt so schnell und hat so merkwürdige Angriffe. Oh, fuck. Was springt der denn nicht in meinen Move rein? Was ist das denn hier? Ich komme mit ihm nicht klar, das ist das Problem. Ich glaube, bei Vega brauche ich eher so jemanden wie zum Beispiel Honda oder so. Oder Blanka. Na ja, mal gucken.
Ein bisschen sehr androgyn, der Gute, für meinen Geschmack. Oh, Entschuldigung. Das musste raus. Jetzt kann ich mich auch auf den Kampf konzentrieren. Ach, Junge. Wie gesagt, das ist irgendwie der falsche Kämpfer für so einen Kampf. Ah, da hat er seine Maske abgenommen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat man doch auch mal überlegt, ist das eine Frau oder ein Mann, ne? So. Oder war nur ich und meine Kumpels das damals? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir überlegt, ob das Männlein oder Weiblein ist. Und dann, als er die Maske abgenommen hat, dann wurde es klar. Und auch auf dem Bild, er verdeckt so ein bisschen seine Brust. Kann man nicht so richtig erkennen, soll das Männlein oder Weiblein sein. Wir versuchen es nochmal mit Honda. War ich vorhin erschrocken, wie schlecht ich mich gegen Geil geschlagen habe. Mal gucken, wie es mit Vega weitergeht. Hui. Hui. Komm her, du. Ich geb dir ein paar Nackenklatscher, du. Jawoll. Das war gut. Smack. Ja, das scheint richtig zu sein. Masse gegen Geschwindigkeit. Ich guck gerade, der zählt ja doch irgendwie die Punkte immer weiter, ne? Trotz Continue. Gar nicht übel. Da wird das ja vielleicht doch noch was hier mit meinem Highscore. Smack. Ah, fuck, ey. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komme mit dem Blocksystem hier in dem Teil noch nicht so richtig klar. Das, also da ist die Mechanik wirklich komplett anders von der, oder die Erfassung einfach komplett anders als auf der Xbox. Irgendwie, da ging das viel schneller. Hier, wenn man eine kurze Aktion dazwischen macht, dann dauert das so eine Sekunde, bis er die Blocke, den Block aufbaut. Es kann doch nicht wahr sein, dass er immer bevorzugt bandelt mit seinen Moves. Ja, flieh ruhig von mir, du. Hallo. Oh nein! Oh. Was? Der hat mich zweimal getreten? Wie viel Energie zieht einen denn dieser beschissene Tritt ab? Ich hab nicht umsonst gesagt, ich hasse ihn, ja? Meine Fresse, du Penner, ey. Oh, du Wichser! Nicht, dass es ja gleich ein Rage Quit wird. Dieser scheiß Vega ist gerade auf dem besten Weg dahin. Ich finde auch gerade lustig, wie meine Stimmung so runtergeht auf einmal von wegen diesem blöden Penner hier. Dieser Kack-Kick, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe auch den SNS-Controller ganz schön in die Ecke gepfeffert. Hoffentlich geht der noch. Oh, du Penner! Dampfender Scheißhaufen, ey. Voll Gorgeous Time, ey. Ich gebe dir gleich mal Gorgeous Time in die Fresse. Doppel-K.O. oder was? Was kann ich da... Mann, ey, was soll ich denn dagegen tun? Das geht doch überhaupt nicht. Das fällt mir mal sofort in der Sekunde auf, wo ich das Ding durch die Gegend schmeiße, dass das ein gutes Stück Retro-Technik ist, aber es... Dieses Spiel bringt einen ja wirklich jetzt auf die Palme. Ich merke schon, ich muss das alles rausschneiden und immer nur die Sachen, wo ich hier ausraste oder rumfluche, reinschnibbeln. Wenn du jetzt schon wieder mit deinem beschissenen Kick gewinnst, ich würde das... Mal eben schnell durch Street Fighter durchspielen, ey. Das war doch in Turbo und so nicht so schwierig. Was ist denn hier los, ey? Ich versuch's nochmal mit Blanka. Thank you.
Endlich. Komm. Ja. Oh, die erste Runde gewonnen. Es wird hoffentlich was. Das kann doch nicht wahr sein. Aber sowas von sauknapp. Ja, meine Freunde, ich habe so ein paar Kämpfe bis jetzt gegen ihn gebraucht, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Aber jetzt habe ich ihn, glaube ich, so langsam. Das ist doch unglaublich, was dieser Wichser mir für Nerven gekostet hat jetzt gerade. Mal eben schnell Street Fighter durchspielen, weißt du? Du, das ist doch wohl nicht wahr hier. Ich habe schon mal zu viel erzählt. Na bitte. Mann, ey, es kann doch nicht wahr sein. Ach, jetzt aber schnell, bevor die Runde losgeht, müssen wir mal weitermachen. Ich schmeiß hier heute mit dem Joypad durch die Gegend, das ist doch unglaublich. Ach, scheiße. Ich es hasse. Na komm. Das kann doch nur was werden. Oh. Das ist für mich schon der halbe Gewinn hier, ey. 100 Versuche später, Vega ist besiegt. Meine Fresse, ey, was für ein Kampf. So, jetzt hauen wir mal eben hier das Auto kaputt. Ah ja, wir müssen springen. Blanka, hör auf mit dem Scheiß. Hallo? Was macht der denn da für eine Scheiße? Na bitte. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht wahr sein. Was macht der denn für komische Aktionen? Sagat. Tiger. Der hat ein cooles Bild allerdings. Der sieht aus wie auf so einem Manga geschlüpft. Eieiei, Tiger Uppercut, du. Gegen Vega finde ich das jetzt gerade mal gar nicht so schwer. Na gut, er hat jetzt auch nicht so richtig ausgepackt, habe ich das Gefühl gehabt. Freude, Freude, oh Freude bei Blanka. Ich weiß, ich setze auch sehr auf meine Special Moves, ne? Ich glaube, so viel habt ihr jetzt schon gesehen hier bei meinem Kampfgefühl. Die ziehen halt auch mal schön viel Energie ab. Zwischendurch mal so einen schönen schweren Kick oder so. Na, komm mal her. Ah, fuck you, Tiger. Man kann bei diesem Teil noch unheimlich gut so Special-Angriffe mit so einem Flugtritt oder so einem Schlag abwehren. Ist das in den folgenden Teilen auch so gewesen? Habe ich eigentlich nicht so den Eindruck. Ja, guck mal, Sagat mal eben so in einem Anlauf weggeklatscht, ne? Ich habe so ein bisschen Befürchtung, was das jetzt für ein Kampf werden soll. Der sieht auch noch richtig fies aus, ne, auf dem Bild. Nicht schlecht. Battle 24. Ja, haben wir ein paar Anläufe gebraucht bei dem beschissenen Vega. Eieiei, okay. Auch er hat natürlich so die Gabe, dass einige seiner Eingriffe so richtig Energie kosten. Wie oft hat er uns jetzt getroffen? 5 Mal oder so? Schon ist der Energiebalken weg. Das war mal nicht so gut. Ah. Aber er kriegt eigentlich auch ganz gut Energie abgezogen, muss ich sagen, wenn ich ihn treffe. Das kenne ich irgendwie auch aus dem einen oder anderen Spiel ein bisschen anders. Oh, 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 oh. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, fuck.
Ah ja, knappe Kiste. Ja, wird, glaube ich, nicht ganz so schwer wie gegen Vega. Da habe ich mich irgendwie super krass schwer getan. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh. Ah, oh, scheiße, warum macht er den Elektro nicht? Verschenkt, verschenkt, verschenkte Scheiße. Hallo, ich will auch mitkämpfen, wenn es geht. Was passiert bitte, wenn ich das auf die höchste Schwierigkeitsstufe stelle? Ist es dann irgendwie Fight und ich falle sofort K.O. um? Oder ich bleib bei Blankas? Ist irgendwie... Also da waren immer noch die ausgeglichensten Chancen irgendwie. Oh, du Wichser. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh, ja. Endlich mal wieder mögliche Chancen. Direkt erste Runde gewonnen. Super knapp übrigens, aber... Meine Fresse, auch das waren mal wieder einige Kämpfe. Battle 32. Vielleicht wird es endlich mal wieder was. Oh, das sieht gut aus. Ja. Perfekt. Gegen Bison. Und das mit diesem komischen Affen da. Nicht schlecht. Ja, jetzt werden wir noch die Endgeschichte von Blanka sehen. Boah, war das anstrengend, ey. Mal eben Street Fighter durchspielen. Hier steht eine Aufnahmezeit von 1 Stunde 5 gerade. Ich werde natürlich alles zusammenschnibbeln, weil diese ganzen Fails gegen die verschiedenen Kämpfer bräuchte ihr ja nicht sehen. Ich werde da vielleicht mal so ein Best-of-Ausraster zusammenstellen, weil ich hier vorhin eigentlich ganz gut abgeraged habe. Jimmy, are you my long lost son? Wer bist du? Ah, da wird jetzt nochmal ein bisschen erzählt, was passiert ist. Was hast du da für einen Anhänger? Das ist so typisch Japan, ne? Mama! Jimmy! Ist das der Bruder von Bimmy? Erster. Das wollte ich doch mal sehen. So, ich setze einfach nur ein großes W auf den ersten Platz. Für Weidemann. Ich habe dieses Spiel, glaube ich, echt nie gehabt. Thanks for playing. Ja, das fand ich ja auch auf der Gameboy-Version so ein bisschen schade. Da kommt einfach nur Congratulations ohne sowas jetzt noch. Das hätte man ja locker noch dazu programmieren können. Und wenn es nur so ein Bild ist, weißt du? Da stand einfach nur Congratulations, Game Over. So ungefähr, ne? Und das ist dann hier schon deutlich schöner gemacht. Oh, da stehen wir aber ganz weit oben auf dem ersten Platz. Joa. Und da sind wir wieder auf dem Titelschirm. Boah. Ja, mal eben Street Fighter durchspielen, meine Freunde. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und habe dann doch ein bisschen unterschätzt, wie schwierig der normale Schwierigkeitsgrad ist. Ich bin schweißgebadet mit diesem ikonischen Spiel Street Fighter 2 The World Warrior. Eine sehr schöne Umsetzung für das Super Nintendo. Läuft unheimlich schön rund, aber ist doch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gar nicht mal so unherausfordernd. Ja, auch die Demo ist immer sehr schön. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und sage bis demnächst hier bei Schroff gezockt, wenn es mal wieder heißt, auf die Moppe mit Weidemann. Tschüss, macht's gut. Complete.